Bavarista Bella Cremo, que una vez más ha ratificado en España el crédito y el éxito conseguido en otros países, actúa para nuestro noticiario cuando se presenta en Europa después de una brillante temporada en los escenarios y en los circos americanos. Bella Cremo sabe unir a la destreza y a la agilidad el más fino sentido del humor. Sus felices gestos cómicos y el aire gozoso y burlesco con que sabe rodear sus manipulaciones le dotan de un estilo original y personalísimo. Para Bella Cremo no existe nada imposible, y en sus juegos malabares no hay ni un fallo ni un error. Desafía ante nuestros ojos todas las leyes de la gravedad y del equilibrio. Un continuo y diario entrenamiento sustenta este alarde de Bella Cremo, compuesto de precisión, gracia y justeza. Hallo liebe Freunde, mein Name ist Chris Cremo und ich begrüße euch auf Stagebook. Und er ist der Star der Connyland Chateau Show, ein Hauch Las Vegas. Der Gentleman mit seinen wirbelnden Zylindern hat Showgeschichte geschrieben und ist ein preisgekrönter Weltstar. Aufgetreten bin ich eigentlich überall, außer in Australien, lange in Las Vegas und lange im Lido in Paris. Den Zirkus Knie, den Schweizer Nationalzirkus, habe ich 5-mal gemacht und bei Connelly, das ist der Zirkus von Connyland, war ich auch schon. Und dort wurde er mit frenetischem Applaus gefeiert. Jeder Handgriff sitzt. Um eine perfekte Show abzuliefern, muss man auf der Hut sein. Aber das wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Zum Jonglieren bin ich gekommen durch meinen Vater, der Jongleur war und der es mir als 5-Jähriger beigebracht hat, also nicht gleich am selben Tag, sondern über Jahre dann. Und ich habe jahrelang trainiert, währenddem ich in Zürich in die Schule gegangen bin. Und mit 19 bin ich dann mit meinem Vater auf Welttournee gegangen und habe eigentlich dann das Geschäft wirklich kennengelernt und lieben gelernt. Und die Shows sind legendär. Das weiß selbst die Queen Elizabeth II. Ich habe die Königin Elizabeth II. Getroffen. Es gibt immer so eine spezielle Vorstellung im Palladium in London, das heißt Royal Command Performance. Und das ist eine Ehre, wenn man dort eingeladen wird. Und da durfte ich dabei sein und so hatte ich dann auch das Vergnügen, die Königin persönlich kennenzulernen. Nun gastiert Chris Cremo auch in einem Schloss, aber in der Schweiz, in dem Connyland Schlosstheater Chateau. Dort begeistert er mit seinem Showprogramm die Besucher. Einige Jonglagen sind übrigens einzigartig und sprichwörtlich Familientradition. Chris Cremo, der Star der 4. Generation. Die erste Generation fing an mit Ikarisch. Das ist, wenn man Menschen auf den Füßen jongliert. Das hat mein Urgroßvater gemacht, dann mein Großvater. Und mein Vater wurde dann Jongleur. Ich wurde Jongleur. Und mein Sohn Harrison, der auch schon seit 5 Jahren jongliert, hat sogar schon den Prix Valo Nachwuchspokal gewonnen in der Schweiz. Ich bin die 4. und Harrison ist die 5. Generation. Trainiert haben wir so nebenbei, seitdem er 5 Jahre alt ist. Jeden Tag zusammentun und dann an den Tricks feilen und so. Und es macht schon Spaß. Chris Cremo und Harrison Cremo. Hier
ist Matthias Benz. Ja, meine Damen und Herren.